Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together Session 2 mit Biba Butzelmann. Hi. So, wir hatten uns das letzte Mal diesen Steam Engine umgebaut und haben schon kurz erwähnt, wir brauchen da noch ein bisschen irgendeine Wasserquelle. Ja, Wasserquelle ist alles schön und gut, dazu brauchen wir einen Aquarius. Nur für den Aquarius brauchen wir auch irgendwas zum Anschließen, womit wir Wasser durchleiten können. Und da fehlt uns noch eine Kleinigkeit, nämlich ein Kaktus. Irgendwie eine saublöde Geschichte mit dem Kaktus. Ich verstehe es nicht so ganz, warum man da Kaktus nehmen muss. Aber gut, er ist auf jeden Fall grün, sieht aus wie Dichtungsgummi. Egal. Stehen ja hier genügend rum. Dann wollen wir bloß ein paar mitnehmen. So. Die könnten wir sich auch mal anpflanzen. Naja. Hat Zeit. Hier stehen noch ein paar rum, hätte ich gesagt. Ja, und da ist noch ein bisschen Öl. Du kannst ja wieder einen immer hinpflanzen. Ja, aber ein bisschen näher an der Bude, wenn da, ne? Sollte doch eigentlich fast im Bereich liegen. Ja. Das einfach. Müssen wir bloß nicht so weit laufen. So. Ich denke, das reicht fürs Erste. Oh. Piekst. Was? Du hast dich pieksen lassen? Au, 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 au. Ich lauf da mal rein. Also ich halte ja immer einen Sicherheitsabstand dazu. Haben wir eigentlich schon dieses komische Zuckerrohr? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nein, nehmen wir mit. Haben da nicht viel. Wenn es hier schon rumsteht. Oh, aber es wird dunkel. Naja, war zu erwarten. Wenn wir mal wieder auf Außenmission gehen, wird es natürlich dunkel. So, dann werden wir hier... Bestes Timing. Ja, logisch wie immer halt, ne? Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Super. So, hier noch einen hin. Ach, da darf er wieder nicht. Darf er da? Da darf er. So. Ich denke, das reicht, oder? Na, da. Ja, ich habe sowieso fast einmal einen Kakteen wieder verbaut. Hm. Kaktusse. Mhm. Genau. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Muss man den zuerst bringen oder zuerst in die Werkbank? Ach, das ist egal. Das probieren wir einfach mal aus. Da kommt Kaktus Juice. Das ist natürlich verkehrt. Da ja, müssen wir es zuerst brennen. Das sind 16. 16 Kakteen müssten 2 Kohle sein eigentlich. So, und den Rest packen wir in die Kiste. Da hatten wir doch schon die soll ich es in die Food-Kiste einpacken? Na, da sind auch noch 4 Stück drin. Ja, ja, sehr da schön. Hatte ich 4 Stück schon reingelegt. Hm. Kann man zwar nicht essen, aber... Ja, aber ich habe gerade gesehen, man kann Saft draus machen. Refreshing. Als Kommentar. Hm. Wenn man es ihm Glauben schenken mag, naja. So, jetzt hatten wir hier Aquarius. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich drehe mich hier im Kreis. Nein, das ist nicht gut im Kreis drehen. Wird schwindelig. So. Genau. Den Aquarius wollten wir uns bauen. Dazu brauchen wir wieder einen Maschinenframe, einen Eimer, ein Pneumatik. Das ist Eisen und Glas. Glas hatten wir schon mal. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Sehr schön. Eisen, habe ich das noch auf Tasche? Zu wenig. Eisen. Jawohl. Und? Was war das letzte? Redstone, glaube ich. Genau. Hammerwall ist da. Einmal passt. So, den Maschinenframe. Da fehlt mir Gold. Gold, 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 Gold. Haben wir wieder mal keins da. Aber das haben wir schon pulverisiert. Da bin ich mir sicher. Das habe ich hier schon durchgejagt. Jo, was ist mit dir los? Kein Wasser mehr. Das ist nämlich genau der Punkt bei diesem Engine. Der ist etwas dämlich. Ach ne. Jetzt brauche ich einen Hammer oder was? Nein. Na ja, gut. Beweizt? Hm. Ich habe ihn gerade ausgeschalten. Der hat sich verklemmt. Der braucht jetzt wieder einen Hammer zum Laufen. So ein kleines Hammerschlägchen. Na komm. Muss ich schnell einen basteln? Ja. Das machen wir einfach mal. Silber haben wir da. Blei. Nickel. Das nehmen wir einfach alles gleich mal mit.
und stopfen es oben in die Kiste bzw. in den Ofen rein. Da haben wir doch noch einen Ofen, genau. Da haben wir noch die 8 Glas. Gold. Die 2 lassen wir weg und das ist wieder einmal Kohle. Genau. Und dann brauchen wir noch, wie war das nochmal? Wie war der Hammer nochmal? Das waren Eisen und Silber. Das müsst ihr doch alles auf Tasche haben. Eisen, 1, 2, 3 und Silber. Genau. Und ein Hammer. Soll ich dir auch gleich einen Hammer machen? Ja, wenn du schon mal dabei bist. Eben. Wenn wir da schon mal dabei sind, dann machen wir das gleich fertig. So. Oh, ich wollte ihn runterschmeißen. Jetzt kommt er runtergeflogen. Schön. So, dann haben wir hier... Ja, nicht die Fackeln da reinlegen. Gold. So. Machine Frame. Gold. Eisen. Zu wenig. Eisen. Haben wir doch hier... Genau. Eisen das. Ah, da haben wir unser Kaktus-Screen schon. Sehr schön. Schwupp. Das kann hier ein, zwei Mal durchschmelzen. Dann kann man aus dem Kaktus-Screen... machen wir so der Hälfte erstmal Gummidichtungen. Und dann machen wir uns aus Cobblestone. Das sollte für den Fall genügen. Und Glas. Einfach mal 8 Leitungen. Und die 8 Leitungen machen wir mal wasserdicht. Genau, weil andere Anschlussmöglichkeiten brauchen wir für den Aquarius ja gar nicht. So, du bist hier noch am Schmelzen. 3. Du bist fertig. Gut. So, der Machine Frame, das war Eisen, Gold, Glas. Das müssen wir jetzt eigentlich hinkriegen. Aquarius. Machine Frame. Jawohl, den Machine Frame haben wir. Dann brauchen wir noch einen Eimer. Dafür brauchen wir natürlich wieder Eisen. Ein Eimer ohne Loch. Und Glas, Zinn. Glas. Zinn. Oh, das könnte sogar reichen. Das reicht. Haha, unser Aquarius ist fertig. Jetzt brauchen wir aber dummerweise nochmal Eimer. Mindestens einen. Na gut. Kommst nicht drum herum. Nein. Also ich mag die Eimer nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ich lauf lieber zweimal jetzt mit dem Eimer. Aber draußen ist gerade dunkel. Ich trau mich nicht. Ich habe ein Schwert dabei. Ich trau mich doch. Schnell hier drum herum laufen. So. So. Und schnell wieder ins Häuschen. Und keiner sieht mich. Keiner. Haha. Bin wieder da. Du hast es überlebt. Genau. Ohne dass mich jemand gesehen hat vor allem. Ha. Na, aber jetzt mache ich hier hinten doch das Loch wieder ein bisschen größer. Das können wir dann hier wieder ein bisschen schöner machen gleich. Da führen wir nämlich das Wasser dann von hinten dran. Genau, und dann machen wir den Block und den Block. Genau, so machen wir das. Ah, Kohle. 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 Noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Unglaublich. Da liegt Kohle rum. Und eine Höhle. Ohne Beleuchtung. Wo bist denn du da? Aua. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. So. Hier haben wir ein Steak. Ich sollte vielleicht ab und zu mal auf meine Essensleiste gucken. Na gut. Ich bin einfach hinter unseren...
hinter unserem Motor und hinter unserem Pulverizer ein Stückchen hintergegangen. Hab da ein Loch gebohrt, eigentlich nur für den Aquarius, um da Wasser reinzufüllen. Und dann war dahinter gleich mal eine Höhle. Na gut. Aber das Loch machen wir einfach dazu. Wo haben wir jetzt meinen Cobblestone? Da haben wir Cobblestone. So. Zu. Fertig. Da kräht keiner mehr danach. Dann bauen wir den Aquarius dahin. Und dann, genau. Du spielst schon wieder? Ja. Ich will eigentlich Spinnen jagen, aber hier sind keine. Doch, hier ist eine. So, und jetzt brauche ich aber doch noch einmal Wasser. Weil mindestens zwei Blöcke Wasser braucht er ja, dass er sauber funktioniert. Ich traue mich. Ich traue mich hier in die weite Welt. Ich beschütze dich. Ah, das ist super. Da fühle ich mich richtig gut. Tja. Schwupp. Es wird eh schon hell. Du siehst schon wieder wie ein Igel aus. So gespickt. Ja, die Skeletts waren lieb zu mir. Achso, die haben die Geschenke da gelassen. Super. Hier sind's. Und jetzt müsste doch eigentlich hier. Ja, so mag ich das. So mag ich das, damit es funktioniert. Dann nehmen wir noch die Cobblestone Waterproof Pipe und packen die jetzt dann quasi hierauf und hierauf. Auch wenn es unten grafisch nicht ganz richtig aussieht. Egal. Dann packen wir noch eine andere. Was verbunden ist. Hauptsache es fließt. Hauen wir mal ein Steak da drauf. Packen wir noch ein bisschen Kohle rein. Weil die Maschine hat jetzt noch ordentlich was zu tun, hoffe ich. Nein, hat sie nicht. Ich schwöre was. Oh, die hat noch ein bisschen was zu tun. Da können wir jetzt noch fünf, sechs noch durchjubeln. Theo praktisch. Können wir noch einen Ofen hier dran setzen? Genau. Einen Powered Fornace meinst du? Mal gucken, ob wir das ganze Material zusammenkriegen. Das sollte mittlerweile aber kein Problem mehr darstellen. Zumindest das. So, dann schauen wir doch gleich mal nach dem Powered. Powered Furnace. Das ist wieder Maschine. Bricks. Ah, da brauchen wir wieder Bricks. Bricks. Wir müssen aber noch Clay da haben. Clay. So, davon brauchen wir. Oh, wie viel brauchen wir denn da? Bricks. Das waren 4. 8. 8, genau. Also die Hälfte, die ich gerade in der Hand gehabt habe. So, die 8 da rein. Einmal Kohle hinterher. Und das wären schon mal die Bricks. So, dann war noch ein Machine Frame. Redstone and Reception Coil und Kupfer. Kupfer. Boah, da ist aber schon einiges rausgekommen mittlerweile. Ja, ich stand unten vor dem Ding und hab's geschmolzen. Ach, das Silber lassen wir mal sogar mal da. Silikon, Bauxit, ja, das ist alles nicht so wichtig. Genau, das sieht gut aus. So, jetzt muss ich aber jetzt glatt nochmal zählen. Also, 4-mal Eisen brauche ich für den Maschinenframe. Eisen. Den nehmen wir mal komplett mit. Das schmeißen wir dann alles gleich danach rein. Einmal Gold für den Maschinenframe habe ich noch einstecken. Glas habe ich noch einstecken für den Maschinenframe. Das passt. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Kupfer. Gold, Redstone. Und die Bricks. Genau. Redstone haben wir bloß nicht mehr genügend auf Tasche. Das nehmen wir jetzt mal so mit. 6, 7. Einer noch. Komm. Oh, du bäckst gerade Brot. Lecker. Ja. Super Geschichte. So, Bricks. Dann werden wir uns gleich mal so ein Öflein zusammenbauen. Schwupp. Zweimal Bricks. Und dann brauchen wir wieder den Machine Frame. Das ist ja jetzt mittlerweile alles kein Problem mehr. Ich liebe dieses Shift-Links-Klick auf dieses Icon.
auf das Fragezeichen. Das ist wirklich einfach nur schön. So, und jetzt hier nochmal draufklicken und schon haben wir unseren Power Furnace. Brauchen wir bloß nochmal zwei Energieleitungen, hätte ich gesagt. Machen wir uns nochmal zwei. Der Vorsicht halber. Dann stellen wir den gleich nochmal unten mit auf. Weil dann können wir nämlich Folgendes machen. Das hier rausnehmen. Hast du gerade mal irgendwas zum Abbauen hier von der Kiste? Ja. Eine Axt. Muss man gerade mit einer Axt hinmachen. So. Plöpp. Von links annehmen und nach rechts abgeben. Gut. Schmeißt du die... Genau. Wunderbar. Ich muss mir noch eine Axt machen. Das kann ja nicht sein, dass ich noch nicht mal eine Axt habe. Soll ich dir eine Axt machen? Nee. Ich glaube, die... Weißt du was, dann machen wir nochmal eine schöne mit Thinker Construct, hätte ich gesagt, ha? Ja, das wäre doch eine feine Geschichte. So. Du müsstest eigentlich unter Strom stehen, ne? Links rein, rechts raus. Ja, aber dazu ist natürlich unser Engine hier ein bisschen schwachbrüstig im Moment, das ist schon klar. Aber der kann jetzt einfach mal in Ruhe weiterarbeiten. Der kann hier die Erze durchpulverisieren und sie danach durchschmelzen. Konfiguration, wenn ihr es noch nicht kennt aus der ersten Folge, nur mal ganz kurz erklärt. Alles was im Pulverizer ist, blau ist der Eingang quasi, das ist das hier, das kommt jetzt momentan von oben. Und alles was er fertig hat, würde er nach rechts schmeißen. Rechts steht in dem Fall der Powered Furnace, der nimmt hier quasi, hey, dankeschön. Bitte. Der nimmt jetzt von links quasi das Material entgegen und schmelzt das dann durch. Das dauert jetzt ein bisschen, der hat ein bisschen zu wenig Energie. Werden wir uns vielleicht nochmal einen zweiten Steam Engine noch dranhängen. Fürs Erste, der soll ruhig mal arbeiten. So, und dann kommen hier auch schön die Barren raus. Oder bauen wir uns gleich noch eine Steam Engine mit hin. Können wir auch nächstes Mal machen. Ja eben, können wir auch das nächste Mal machen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon wieder? Ich denke, wir haben schon wieder genug für heute, oder? Gute Viertelstunde, also über. Ja, denke ich auch, ne? Ah, sehr schön. Das ist eine gute Erweiterung. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.